Grüezi wohl und herzlich willkommen zum Blick Sport Talk. Der kommt heute aus dem Hotel Stein Mattli hier in Adelboden. Das ist das Teamhotel der Schweizer Skifahrer. Bei mir begrüßen darf ich heute einen Newcomer im Skiweltcup. Ich begrüße ganz herzlich den Elia Zurbriggen. Hallo Elia. Ja, hallo. Ja, am Samstag hast du dein Debüt im Skiweltcup, der Riesenslalom am Kunisbergli in Adelboden. Nach wenigen Toren ist schon fertig, bist im Schnee gelegen. Hast du es doch verarbeitet und analysiert, was da passiert ist? Ja, analysiert hat man es schnell nachher. Und, die Verarbeitung geht halt ein bisschen, aber meine, da müssen wir weiter schauen und weiter arbeiten. Dann kommt das, was schon geht. Du hast ja professionelle Unterstützung auch schon von der Familie zuhause. Dein Vater, du wirst natürlich die ganze Zeit darauf angesprochen, Pirmin Zurbriggen, einer der grössten Skifahrer, der das Land je gesehen hat. Wie ist das so, die Beziehung zu deinem Vater und Skifahren? Was hat er dir alles mit auf den Weg geben jetzt in dieser Zeit, kurz vor deinem ersten Weltcuprennen? Ja, jetzt kurz vor dem Weltcuprennen hat er mir nicht mehr gross oder so. Er hat mir noch ein paar kleine Tipps oder so gegeben, aber es ist sicher im Vor passiert schon. Ich durch die ganze Erziehung und durch das Training, das er früher mit mir zusammen gemacht hat und als Trainer war in meinen jungen Jahren. Und da hat er mir sehr viel mit auf den Weg gegeben. Mhm. Ist es sein Ziel gewesen, vielleicht auch, dass du dann mal im Weltcup kommst? Ist das mal ein Thema in deiner Jugend? Nein, also, eigentlich ist Skifahren immer die Freude am Skifahren im Vordergrund gestanden und Spass daran haben. Mhm. Der Erwartungsdruck für dich ist natürlich enorm, Zurbriggen, den Namen verpflichtet. Wie gehst du mit dem Druck um? Ja, ich fahre mein Rennen und schaue, was kommt und gebe mein Bestes. Und, mehr kann ich auch nicht machen. Und, ja. Mhm. Du hast in jungen Jahren, mit 15, bist du noch gerade mal 41 Kilo schwer gewesen. Sehr jung, sehr schmächtig. Man hat damals gesagt, ja, das wird schwierig mit dieser Postur, dass mal Elia den Sprung in den Ski-Weltcup-Zirkus schafft. Auch dein Papi hat gesagt, ja, er hätte lange nicht gewusst, ob er dich mal sieht auf einer Weltcup-Strecke fahren live. Was ist denn passiert in dieser Zeit, jetzt, von 15 bis jetzt 22, dass du den Sprung geschafft hast? Ja, ich bin doch nicht mal gerade 40 Kilo im Moment. Also, das hat sicher dazu geholfen, eine gewisse Dynamik in den Schwung zu bringen. Aber ja, ich bin einfach meinen Weg gegangen und das ist halt ein bisschen länger gegangen, wo mit den Häufen oder so mehr andere, die schon seit jung Häufen zuvorderst können mithalten. Mhm. Aber hat man dann bewusst an dem geschafft in deinen Teenagerjahren? Ja, man hat immer gewusst, dass man vielleicht etwas mehr Gewicht bräuchte und so. Und das ist während dem Sommer, auch im letzten Sommer, sicher ein grosses Ziel gewesen, ein paar Kilo zuzunehmen. Aber dass man jetzt da wegen dem irgend nervös wird oder nur noch das trainiert, das ist auch nicht der Fall. Mhm. Jetzt bist du mittlerweile 1,90 gross und hast ein bisschen zugelegt. Sehr gross für einen Techniker eigentlich. Wie ist das für dich? Leistest du da vielleicht in Zukunft auch in den Fokus eher mal auf die Speed-Disziplin? Hast du da schon Gedanken gemacht? Ja, gerade noch 1,90 bin ich nicht gehabt, aber also fast 1,90. Ja, ja, weiß nicht. Vielleicht kommt das noch zu wenden. Wenn ich Glück habe, weiß nicht, ich fahre gerne Speed, gerne Abfahrt, aber im Moment kann ich nicht gerade mitreden. Und darum konzentriere ich mich lieber auf einen Riesenslalom und auf einen Slalom. Was heisst nicht mitreden? Wie muss man das verstehen? Ja, da verliere ich doch relativ viel Zeit. Schon ein fies Rennen. Und darum fahre ich nicht gerade so viel, habe nicht gerade so viel Training jetzt in den letzten Jahren gemacht im Speed-Bereich. Und will mich eigentlich auf einen Riesenslalom und auf einen Slalom konzentrieren. Mhm. Man weiß von der Familie Zurbriggen, dass da der Familienzusammenhalt sehr wichtig ist. Man weiß auch von deinem Papi oder von deiner Familie, dass sie sehr gläubig sind, katholisch, auch erzogen, nehme ich mal an. Wie ist das bei dir? Wie handelst du das mit dem Glauben bei dir? Ja, wir sind, wie gesagt, gläubig erzogen worden. Und wir, weiß auch nicht, wir leben der Glaubens ein bisschen. Wir probieren es einmal zumindest. Wir probieren auch, das ist ein riesiger Zusammenhalt von der Familie. Das gibt, halten dich zusammen und das ist also ein Schönes, so, finde ich. Mhm. Gibt es auch Kraft für die Skirennen? Ja, sicher. Wie äußert sich das? Wird da vielleicht vor dem Rennen mal Stossgebet, bitte hoffentlich läuft alles gut heute? Oder, Ja, nein, das nicht gerade. Weiß nicht, also da noch Stossgebet zu machen oder so, ich weiß nicht, ob das gerade das Ziel ist oder dass er dir auf das gerade hilft. Mhm. Aber ja. Also er hilft dir sicher im Leben. Mhm. Bei deinem Papi und deine Familie definitiv auch. Bei deiner Mami ist auch noch sehr spannend. Sie ist die Schwester von Heinz Julen. Künstler ist sehr
prädestiniert, um künstlerisch etwas zu machen. Deine Schwester singt. Wie sieht es bei dir aus mit künstlerischen Fähigkeiten? Abgesehen vom Tanz und Stangen? Ja, nicht so gut. Also ich bin weder ein Zeichner noch ein Singer, Sänger, aber ja, das sind andere von unserer Familie und das ist auch gut so. Ja, und das unterstützt du auch? Also gibt es vielleicht an Weihnachten, dann wird immer schön gesungen und da bist du auch munter mit dabei? Ja, da sind sie immer voll am Singen, alle anderen. Ich halte mich ein bisschen zurück, dass nur noch etwas dehnt, aber ja, das ist schon schön. Okay, sehr gut. Ja, jetzt bist du 22, hast den Sprung in die Skiweltcup geschafft, dein erste Rennen hinter dir. Liegt noch grosse Zukunft, liegt noch vor dir. Was sind deine konkreten nächsten Ziele? Möchtest du unbedingt gerade wieder so schnell wie möglich im Weltcup? Möchtest du jetzt das langsam aufbauen oder wie handelst du das? Nein, sicher wieder zurück in den Europacup und im Europacup schauen, dass ich da den Sprung in den ersten 30 arbeite und mag festigen ein bisschen. Und wenn da ein gutes Resultat uns anschauen, könnte es vielleicht zu einem zweiten Weltcup-Einsatz kommen. Aber Europacup hat sicher Priorität im Moment. Mhm. Und wie ist das, wenn du zuhause bei deinem Papi rumschaust und all die grossen Kristallkugeln siehst und die WM-Medaille und so weiter? Was löst das bei dir aus? Ja, die Kugeln sind meistens in Sassan Magellan, die nicht jetzt zermatt. Also. Okay. Aber er ist immer eindrücklich. Da sieht man immer, was er geleistet hat. Und dass man stolz kann sein auf ihn. Mhm. Aber macht das dich auch ein bisschen gickerig auf die Zukunft, die noch vor dir liegt? Ja, sicher. Also, wenn man die Videos sieht, wo er ist gefahren, wenn er ins Ziel kommt. Und dann hat er am liebsten das Gefühl, gerade selber irgendwas wie noch etwas. Aber ich glaube, irgendein Verbiss auf etwas sein oder so geht auch nicht. Du musst mit einer gewissen Lockerheit ans Werk gehen. Ja, wir wünschen dir natürlich für deine Zukunft alles Gute, dass du die Lockerheit kannst behalten und weitere Einsätze im Weltcup hast. Danke vielmals, dass du da zu Besuch warst im Blick Sporthock. Merci vielmals, Elia. Ja, bitte. Wenn Sie die Heim wollen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum Blick Sporthock. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dann reinklicken. Machen Sie es gut. Ade miteinander.